Herzlich willkommen zu Folge 23 von The Banner Saga. Ich bin's wieder, Simon. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast wieder. Wie sieht's denn unser Status aktuell aus? Sind alle fit? Wir haben nicht genügend Ansehenspunkte, um zu leveln. Sonst nichts zu tun, dann würde ich sagen, wir ziehen weiter. Wir haben noch 41 Tage Proviant. Ich glaube, wir sind next relativ kurz vor Blackthorn. Irgendwie so hieß, glaube ich, die das vor Grathorn. Grathorn war es. Hier wollen wir hin. Bin gespannt, was uns da an Wütern erwartet. Und was auf der Reise dahin noch passiert. Tief im Wald beschleicht dich das Gefühl, dass euch zahlreiche Wüter umzingelt haben. In allen Richtungen erzeugen ihre dunklen Umrisse beunruhigende Muster zwischen den Bäumen. Immerhin ist es nicht so schlimm, wie es hätte werden können, wenn ihr nicht schon einen guten Teil von ihnen erledigt hättet, überlegst du. Du rufst Murkre zu dir. Irgendwelche Einfälle? Wir warten, bis sie verschwinden. Ich sage allen, sie sollen sich kampfbereit machen. Wir fragen ihn mal. Ja, beten, zu welchem Gott auch immer, auf der anderen Seite des Waldes warten mehr, als wir bisher gesehen haben. Wir könnten ernsthaft in die Unterzahl geraten. Vor allem, wenn wir warten. Wir sind doch permanent bei jeder Schlacht in der Unterzahl. Unerwartet taucht Dirsa auf. Und was ist mit, sagt sie und klopft vielsagend auf ihre Pfeile. Ihr könntet einen Teil des Waldes in Brand setzen, um ihre Aufmerksamkeit von eurer Flucht abzulenken. Oder um sie in eine Falle zu locken. Was meinst du? Fragst du sie achselzuckend? Fragst du, sie zuckt unschuldig die Achseln. Na, ich weiß nicht. Wald anzünden? Also wir können wie üblich kämpfen, wir können abwarten, ob sie sich verziehen. Dann könnten aber natürlich noch mehr kommen. Waldbrand zur Ablenkung legen. Wüter in den Wald locken und anzünden. Wüter in den Wald locken, Wald nicht anzünden. Also ich glaube, das müssen wir nicht machen. Ich glaube nicht, dass sie gehen werden. Es widerstrebt mir, Wald anzuzünden. Weil ich erstens nicht weiß, wer dort alles betroffen ist. Und ich glaube, die Informationen werden wir auch nicht bekommen. Also ob noch andere Menschen Wahl in dem Wald, Wahl wahrscheinlich nicht, aber andere Menschen in dem Wald unterwegs sind. Von den Tieren und dem Ökosystem an sich mal ganz zu schweigen. Das wird eh nicht behandelt werden. Wüter in den Wald locken und den Wald nicht anzünden. Also wenn wir das irgendwie einen guten Hinterhalt legen könnten, würde ich das machen. Aber auch die Option sagt halt nicht, dass wir das tun werden.
Ich glaube, wir probieren das mal. Kein Feuer, sagst du. Aber ein Angriff ist unsere beste Option. Irses Augen werden schmal. Sie sagt jedoch nichts. Aber wir Schildschläger bilden eine Linie und verhöhnen die Wüter, während die Schützen sie mit Pfeilen eindecken. Die frustrierten Wüter folgen euch in den Wald. Ach, na ganz toll. Dann geraten die Dinge außer Kontrolle. Du siehst, wie Irsa gegen deinen Befehl Feuerpfeile verschießt. Tote Bäume gehen in Flammen auf. Das Feuer breitet sich rasch aus. Kein Feuer, sagte ich, brüllst du. Doch jetzt geraten sowohl Wüder als auch Wal im wachsenden Inferno in Panik. Ludin rennt entsetzt an dir vorbei. Ihr brecht aus den Bäumen in der Hoffnung, euch sammeln zu können. Na ganz toll. Hat ja super funktioniert. Ludin sagt, wo ist Irsa? Wir folgen dem Wal nach, aber nicht so viele wie erhofft. Die Wüter, abgelenkt vom Feuer, haben deine Flucht zum Glück noch nicht bemerkt. Ist sie nicht bei dir? Nicht, hast du sie dazu gebracht, wo ist sie? Ich habe ihr gesagt, sie soll das nicht tun, Ludin. Ludin schreit ausdruckslos in die Flammen. Er bemüht sich sehr, nicht zu zeigen, was ihm das ausmacht. Der schlimme Moment dehnt sich. Mugre, wir müssen von hier weg, Hakon. Wir haben allenfalls Minuten gewonnen. Wir wissen doch auch nicht, ob sie fort ist. Vielleicht holt sie uns noch ein. Mugre sammelt die anderen. Jemand zieht Ludin gegen seinen Willen weiter, aber einen Ausbruch oder Beleidigung hörst du nicht. Das macht es beinahe noch schlimmer. Haben wir jetzt Irsa verloren? Hat ja hervorragend funktioniert. Unsere Moral fällt. Wir haben... Wir schauen mal ganz kurz im Lager. Wir sehen das ja hier. Ja, Irsa ist weg. Ludin können wir einsetzen. Das ist nicht gut. Die war eigentlich sehr wichtig für unseren Kampf. Gefällt mir nicht. Okay, wir sind scheinbar dort. Hier ist die Mauer. Würde ich mal tippen. Und Grathorn. Wir haben noch 39 Tage Proviant. Brücke oder was ist da schon so? Sieht jetzt aber auch nicht besonders stabil aus, sagen wir mal so. Sieht alles ziemlich ausgestorben aus. Auch vom Feuer verwüstet. Oder von irgendwelchen anderen. Vielleicht auch zerfallen, weil es so lange verlassen ist. Die Sequenz zieht sich auf jeden Fall. Mucke. Was ist das für ein Chaos? Sieht aus, als hätte es gerade eine ausgewachsene Schlacht gegeben. Doch nur Wüderleichen sind übrig.
Vielleicht können wir vom Turm aus was sehen. Die Wahl sollen die Gebäude durchsuchen und dafür sorgen, dass wir nicht von Wütern überfallen werden. Das klingt gut. Hakon sagt noch, und wir schlagen weder das Lager auf, noch machen wir Feuer. Wir sehen uns um und verschwinden, bevor noch was schief geht. Blut ihn wieder. Du meinst, bevor was noch schlimmer schief geht. Ja, du könntest ja auch mal irgendeinen produktiven Beitrag leisten, ne? Aber du bist ja nur am selbst bereichern. Also, da meine ich vor allem die Goldvorräte nach und nach stehen lassen, dass immer wieder Kämpfer verschwinden. Bin mal gespannt, was mit Ludin noch genau auf sich hat. Okay, gibt es hier ein Update? Nö. Okay, wir können zum Tower. Es gibt nur Tower und Helden. Dann gehen wir mal zum Tower. Okay, das läuft mit der Gruppe. Bin gespannt, ob da wahrscheinlich wieder ein Kampf auf uns warten. Aber wir könnten es so gut jetzt Ilse gebrauchen, ne? Also ja, super viel Rüstung, aber nicht furchtbar viel Leben oder viel Stärkepunkte. Problem sind, dass Fernkämpfer mit am Start sind. Und wir keine mehr haben. Hier brauchen wir ja keine Leute stehen haben. Also die haben hier auf jeden Fall die stärkeren Gegner auf der Seite. Würde ich Ludin mit darüber nehmen? Sie. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen, die Schlacht, ganz ehrlich. Drei starken Gegner hier machen wir. Lass mich zweifeln. Und ich glaube, ich komme da auch nicht nach vorne in einem Zug. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge gehen wir das an. Ich beende mal die Folge und beim nächsten Mal gehen wir den Kampf hier an. Wir werden auf jeden Fall unsere Ausdauer nutzen müssen. Wird gar nicht mehr so einfach. Wie auch immer, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen, haut rein. Ciao, ciao.